Radio Soul präsentiert Planet Soul Power. Die Konferenz der Menschen. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment. Herzlich willkommen, Gerhard Pellegrini am Mikrofon. Die Konferenz der Menschen, das neue Format auf Radio Soul, Radio Soul International und auch im Internet als Online-Kongress. Melden Sie sich am besten gleich an, um keinen Themenpunkt zu verpassen auf konferenzdermenschen.com. Meine Damen und Herren, heute und in dieser Woche das Thema Gesundheit und Natur. Und da passt natürlich perfekt unser nächster Studiogast mit seinem Thema hinein. Nämlich heute geht es um das Thema zurück zur Naturgesundheit, die Ursachen der meisten Zivilisationserkrankungen. Die werden wir uns heute gemeinsam ansehen mit dem Zellphysiologen Helmut Matzen. Und ich begrüße dich recht herzlich, Helmut. Schön, dass du wieder da bist. Gerhard, ich begrüße dich auch. Freut mich. Nummer 6 haben wir, glaube ich, jetzt, oder? Genau, also du warst schon öfters bei uns auf Sendung. Heute mal gemütlich aus deinem eigenen 4 Räumen über Zoom. Genau, das ist einfach eine super Sache. Normalerweise fahre ich so weit hinaus zu dir, gell? Ja. Und ich fahre so ungern mit dem Auto jetzt, ja, weil wir haben doch durch diesen Lockdown etwas gelernt. Wir können eben das auch über den Computer machen. Für das haben wir die Technik und jetzt können wir das Auto einfach stehen lassen. Und eben hier uns über ein Thema unterhalten, das mich unglaublich interessiert, nämlich die Autophagozytose. Aber da wirst du ein paar einleitende Worte finden, oder? Ja, genau. Also fast ein Zungenbrecher, Autophagozytose-Prozess. Was das ist, das werden wir heute von dir als Zellphysiologen ja erkennen, also mitbekommen. Aber ich glaube, wenn man es mit einfachen Worten sagt, geht es darum, dass wir die Zelle verstehen lernen, dass wir die einzelnen Bausteine unseres Körpers verstehen lernen und wie das wirklich funktioniert. Und du bist ja auch ein Meister in bildlichen Erklärungen. Und ich freue mich schon darauf, auf diese Sendung, dass wir etwas sehr bildlich darstellen können. Und es ist essentiell für unsere Gesundheit zu wissen, wie unsere Zellen funktionieren. Wie viele Zellen haben wir im Körper und warum ist es so wichtig, die Zelle zu verstehen, Helmut? Ja, Gerhard, weißt du, ich habe zum Beispiel ein Problem, nämlich mit dem Wort Gesundheit. Gesundheit, das versteht keiner. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja, ich verstehe nur eines, ich verstehe Funktionalität. Das heißt, eine Körperzelle funktioniert oder sie funktioniert nicht. Ja? Und wenn ich zum Beispiel genau weiß, was ich brauche, damit eine Zelle funktioniert, dann tue ich mir irrsinnig leicht. Aber das Wort gesund sagt nichts aus. Ja? Das heißt, das ist so wie beim Auto. Ich sage auch nicht, mein Auto ist gesund. Ja? Sondern ich sage, mein Auto funktioniert oder funktioniert nicht. Oder zum Beispiel, mein Computer funktioniert oder er funktioniert nicht. Ich sage nicht, er ist gesund. Und bei der Zelle ist es genau das Gleiche. Wir haben ein Wort verwendet oder wir verwenden Wörter, die wir alle nicht verstehen. Aber wenn ich sage, die Funktion, dann wird es spannend. Warum? Weil was erwarte ich von meiner Zelle? Ich war zum Beispiel 6-mal Staatsmeister im Weit- und Dreisprung. Ich erwarte von meiner Zelle, wenn ich sie trainiere und gut versorge und auch gut entsorge, das wird unser heute Thema sein, Entsorgung, nicht die Versorgung, sondern die Entsorgung, dann erwarte ich, dass diese Zelle dann eben genau das macht, was ich von ihr will. Nämlich, dass sie zum Beispiel 8 Meter weit springt. Oder ich habe mir jetzt mit 68 Jahren vorgenommen, ich trainiere ungefähr jetzt schon seit einigen Monaten wieder, damit meine Zellen sich vorbereiten. Wenn ich 70 bin, möchte ich mindestens 5,22 Meter weit springen mit diesen Zellen. Und diese Funktionalität muss ich erreichen. Und das geht nur dann, wenn ich sie richtig versorge, wie jede einzelne Zelle von diesen 100 Billionen Zellen, die wir haben in jedem Körper, die muss richtig versorgt werden mit Aminosäuren, mit Glucose. Sie muss versorgt werden mit den richtigen Fettsäuren, ganz wichtig mit Wasser natürlich, ganz wichtig Vitamine, Spurenelemente, Methylgruppen, ja, für die Schaltung der Gene und, und. Und diese Versorgung, die haben wir ja schon einmal besprochen, ja, muss aber auch dann, jetzt kommt der wichtige Punkt, verarbeitet werden in der Zelle. Und beim Verarbeiten kommt natürlich eines, dass Abfallprodukte da sind. Und diese Abfallprodukte, die müssen aus der Zelle wieder hinausgebracht werden. Und da die Zelle sich ständig erneuern muss, selbst erneuern muss, ja, während ihres lebendigen Zustands, das Wort selbst heißt auf Griechisch Autos, Automobil, fort selber, mobil heißt bewegen, Autos heißt selbst, selbst bewegen,
ist bei der Autophagozytose nichts anderes. Phagein heißt fressen, Zyte heißt die Zelle. Das heißt, sie muss zum Beispiel ihre Mitochondrien, wo eben die Elektronenspeicher gemacht werden, wieder selbst zerstören. Jeden Tag mindestens 50 dieser Mitochondrien, bei 500 haben wir mindestens. Und dieser Autophagozytoseprozess führt dann auch zu einem Mülltransport aus der Zelle hinaus. Und wenn der Müll sich da draußen ansammelt, dann haben wir riesige Probleme. Und das ist das, was wir heute Zivilisationskrankheiten nennen. Man kann sagen, dass wir in der heutigen Zeit uns sehr stark darauf konzentrieren, was führen wir unserem Körper zu. Und heute das Besondere an dieser Sendung ist, dass wir uns auch anschauen, wie führen wir auch die Müllstoffe in unserem Körper wieder ab, idealerweise, weil das ist genauso wichtig wie die Zufuhr und wie können wir damit unser Zellsystem, den Zellverbund auch gesund halten. Funktionstüchtig. Funktionstüchtigkeit, genau. Und du wirst uns dann noch ein schönes Beispiel damit geben, so wie das mit einem, so wie im Kleinen, so auch im Großen, also das, was mit unseren Zellen passiert, das kann man auch in einer gut funktionierenden Stadt zum Beispiel darstellen und so ähnlich. Da werden wir ins Detail gehen. Machen wir jetzt aber, so wie es halt üblich ist bei Radio Soul, mit einer schwungvollen Radiosendung, eine Talk and Music Show mit Musik weiter. Und hier habe ich schon jemanden, Quincy Jones, mag ich sehr gerne aus den frühen 80ern, Stuff Like That. Und gleich geht's weiter im Interview hier mit Helmut Matzner auf Radio Soul. Genießen Sie diese Sendung. Ja, Sie hören Radio Soul am Mikrofon Gerd Pellegrini. Der Sendungstitel heute, die Ursachen der meisten Zivilisationserkrankungen. Ja, und die Sendungen mit Helmut Matzner, die sind immer wieder augenöffnend und bewusstseinserweiternd. Warten Sie auch in dieser Sendung wieder auch unglaubliches Informationsmaterial, was Sie heute mitbekommen. Wir haben im ersten Einstieg schon mitbekommen, zum einen mal, wir sollten unsere Aufmerksamkeit mehr von dem Begriff Gesundheit auf Funktionstüchtigkeit lenken, denn Gesundheit ist ja eigentlich ein relativer Begriff, ein schwammiger Begriff, aber wenn wir von Funktionstüchtigkeit reden, dann können wir ganz genau sagen, also das funktioniert in meinem Körper, diese Zelle funktioniert in meinem Körper oder dieses Organ funktioniert, da können wir ganz genau davon reden, was wir meinen. Das finde ich immer sehr gut, dass du das schon angesprochen hast. Und der zweite Punkt, den wir schon gehört haben, ist, dass die Zelle in unserem Körper, und zwar jede Zelle, sich ständig erneuert. Und diesen Erneuerungsprozess, den wollen wir uns genauer anschauen, vor allem auch dann jetzt, warum ist das so, warum muss ich die Zelle erneuern, wie erneuert sie sich und was hängt damit zusammen. Vielleicht dazu auch noch dieses Bild des Bürgermeisters in einer Stadt, eine Stadt, damit eine Stadt funktioniert. Das ist ja sehr ähnlich, wie eben der Zellverbund im Körper funktioniert. Erzähl uns da bitte das. Ja, das ist genau das Problem, ja, dass die meisten Leute dieses Bewusstsein nicht haben. Ja, ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, 80 Jahre alt, und der hat dann erzählt vom Unterbewusstsein und vom Bewusstsein. Und ich habe dann klar und freudig die Frage gestellt, sag mir doch einmal, was ist denn das Unterbewusstsein? Und wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht mit den Histonen. Ja, wir haben in unserer Zelle, wo die DNA, diese 3,27 Milliarden Basenpaare herumgewickelt sind, da haben wir 30 Millionen Histone drin, und das sind unsere Datenspeicher. Das ist das Unterbewusstsein. Ja, wir als Geist, das unendliche ewige Geist, können auf dieses Unterbewusstsein immer zugreifen. Nur, wenn wir aus diesem Unterbewusstsein die Datensätze nicht aktivieren, sodass sie dann von der DNA kopiert werden können, dann in eine RNA umgewandelt werden, dann diese RNA in Aminosäurenketten gebildet werden, was wir dann als Gehirn bezeichnen. Das heißt, das Gehirn besteht aus Aminosäurenketten, unsere Gedächtniszellen zum Beispiel. Dann können wir beide zum Beispiel, Gerhard, darüber reden. Reden kann man nur dann, wenn man Aminosäurenketten gebildet haben im Gehirn, und das nennen wir Bewusstsein. Und wenn wir zum Beispiel das Bewusstsein nicht haben, wie eine Zelle funktioniert oder wie eine Großstadt funktioniert, wo zum Beispiel der Bürgermeister da in Wien darauf achten muss, dass sie gut versorgt wird mit
Nährstoffen, ja, zum Beispiel mit Gemüse, mit Obst, mit allem drum und dran, aber auch entsorgt werden muss. Das heißt, jeder Haushalt hat einen Kanal. Ja, wenn du zum Beispiel dort hinein urinierst oder deinen Kot dort ablieferst, ja, dann musst du eine Wasserspülung haben. Und wenn du dort keine Wasserspülung hast, ja, dann wird eben das ganze Haus und die ganze Wohnung zum Stinken anfangen, weil das Lymphsystem nicht funktioniert. Weil unsere Wasserspülung, das ist das Lymphsystem. Was wird denn da jetzt aus der Zelle hinausgebracht? Wenn jetzt zum Beispiel in der Zelle ununterbrochen Abbaumoleküle entstehen, so Ketten entstehen, dann können die zum Beispiel 90% oder 80% wiederverwertet werden. Aminosäuren werden, Ketten werden zerlegt und die kann man wiederverwerten. Aber 10% circa ist nicht mehr verwertbar. Dann scheidet jetzt diese Zelle das aus, so wie wir zum Beispiel jetzt aufs Klo gehen, ja, uns dort eben uns entledigen, ja, und wenn wir dann dort keine Wasserspülung haben, dann wirst du schon merken, wie das dann ausschaut, wenn einer nach mir dann hineingeht und sagt, hast du nicht runterlassen, hast du nicht, da stinkt's wie, ja, und genau das passiert jetzt bei uns im Körper auch. Wenn dieses Abflusssystem nicht funktioniert, das wir Lymphe nennen, das heißt, ich habe eine Zelle und da ist eine Zelle und da ist eine Zelle und die scheiden jetzt in diesen Lymphraum, ja, das ist ein Wasser da drinnen, ja, dort haben wir Staubsauger und diese Staubsauger heißen B-Lymphozyten. Ja, und die B-Lymphozyten vereinigen sich dann zu Bayer-Plaques, dann zu Lymphbahnen bis zu den Lymphknoten. Und jetzt kommt was ganz Fantastisches. Da ja die Zelle ununterbrochen RNA ausscheidet, ja, zum Beispiel von den Mitochondrien, DNA ausscheidet, auch von den Mitochondrien, ununterbrochen Aminosäurenketten ausscheidet, ja, die zum Beispiel falsch zusammengewürfelt worden sind, zusammenverkettet worden sind, nimmt jetzt das Lymphsystem, das B-Lymphozytensystem, nimmt das jetzt auf. Transportiert es zu den Lymphknoten. Dort gibt es ganz spezielle Leute, die T-Lymphozyten zum Beispiel, die Helferzellen und alles Mögliche ist dort vereint, untersuchen ganz genau, ob da in der RNA nicht ein Fehler drin ist, in der DNA nicht ein Fehler drin ist. Wenn die entdecken, dass dort ein Fehler drin ist, auch die Aminosäurenketten fehlerhaft sind, schicken die sofort einen Boten dorthin. Man nennt das Zytokine, ja, da gibt es verschiedenste Arten. Ja, schicken die zur Zelle und nehmen mit der Zelle Kontakt auf, so wie zum Beispiel bei uns genau dasselbe in der Stadt passiert. Wenn bei uns auf einmal der Nachbar merkt, dass Leichengeruch oder es stinkt, dann ruft er die Polizei an. Ja, und die machen genau das Gleiche. Jetzt geht der zur Zelle hin und sagt, die Zelle, sag einmal, du hast da eine falsche RNA, eine falsche DNA ausgeschieden, du hast eine falsche Aminosäurenkette ausgeschieden. Ist irgendwas mit dir? Kannst du nicht einmal bei dir schauen, ob du nicht eine Mutation hast, vielleicht durch 5G, was ja ohnehin schon jeder heute weiß, ja, dass eben das Mutationen hervorruft und dadurch falsche Aminosäurenketten gebildet werden. Dann schaut die Zelle nach und sagt, ja, du hast recht. Ich kann es aber nicht mehr reparieren. Ich mache jetzt ein Fähnchen, ein rotes Fähnchen nach oben. Man nennt das Haupthistokompatibilitätskomplex, ein rotes Fähnchen. Ich sage, bitte, ich habe ein falsches Programm laufen. Bitte schickt es mir jetzt einen großen Müllwagen, der heißt Makrophage. Der soll mich umhüllen und soll die ganze Zelle auf einmal auflösen. Oder die Zelle macht es anders. Sie hat ein eigenes Selbstzerstörungsprogramm, man nennt es Apoptose. Und dann muss dieser ganze Müll abtransportiert werden. Und ich kann nur eines sagen, Gerhard, wenn das die Menschen verstehen würden, dann würden sie nicht jetzt Wasser trinken, wenn man das Wasser trinken soll, sondern das Wasser brauchen wir, damit diese Kanalanlage in einer Großstadt durchgespült werden kann. Und da sollte man eben dann einmal zum Denken, logisch denken anfangen. Moment, die Zelle scheidet ja auch aus, so wie die Bakterien fressen und scheißen. Sagen wir es halt ruhig einmal so. Ja, und dieser Kot, der fängt dann da auf der Haut zum Stinken an. Darum müssen wir uns ja duschen, weil wir haben auf der Haut 10-mal so viele Bakterien, wie wir Zellen haben. Das sind 1.000 Billionen Bakterien. Und die fressen dann die ganzen Schuppen weg. Und die haben natürlich dann Exkremente, die scheiden das aus und das stinkt dann. Und darum brauchen wir wieder Wasser für die Dusche. Und genau dasselbe haben wir bei der Autophagozytose. Ununterbrochen werden Exkremente der Zelle ausgeschieden in diesen Flüssigkeitsraum und die Lymphe passt auf dort, die B-Lymphozyten passt auf. Ist irgendwo ein Fehler drin oder nicht? Und wenn man dann lernt, ja, dass die Zelle funktionstüchtig bleiben muss, wenn wir das lernen,
dann haben wir als Gesellschaft gewonnen. Wunderbar. Dann geht es gleich wieder mit Musik weiter. Gloria Gaynor, I Will Survive. Und gleich machen wir weiter mit dem Interview. Das ist Musik, wie ich sie liebe. I Will Survive. Ja, auch wir wollen natürlich leben. Und heute heißt es auch die Ursachen der meisten Zivilisationskrankheiten mit mir hier im Zoom-Meeting, Zellphysiologe Helmut Matzner. Ja, und wir haben gehört, wie wichtig es ist, dass wir erkennen, dass die Zelle sich ständig erneuert, dass es ständig Abfallbestandteile gibt, die auch in einen eigenen Extrazellularraum kommen, einen Müllraum sozusagen, und über das Lymphsystem abgesaugt werden. Das hat er uns sehr gut erzählt, jetzt erklärt. Was wichtig ist, diesen Punkt würde ich jetzt gerne besprechen mit dir, Helmut, nämlich, dass diese Ausscheidungen aber keine Krankheitserreger sind. Ja, diese Ausscheidungen, die sind ganz normal bei allen Leuten. Nur wenn man jetzt diese Ausscheidungen, wenn die kumulieren, das heißt, wenn sie sich anhäufen, ja, und dann kommt irgendjemand mit einem Mikroskop daher und untersucht das, ja, und da ist jetzt Reste von RNA drin, Reste von DNA drin, die dann vielleicht zum Beispiel durch einen PCR-Test noch vervielfältigt werden und so weiter. Und dort sind natürlich auch Reste von Aminosäurenketten drin, ja. Wir haben sogar einen Begriff in der Physiologie, die sogenannten Exosome, weil sie dann auch umhüllt sind, weil sie müssen ja durch diese Fettschicht, die aus Zellmembran durchgeleitet werden. Ja? Und diese Hüllen bestehen alle aus Fettsäuren. Ja? Und darum sagen wir dann, diese Partikel, die da umhüllt geworden sind, die werden dann hinaus transportiert aus der Zelle, weil die Zelle kann es nicht brauchen. Ja? Und draußen wartet eben der Bürgermeister vom Körper und der sagt, okay, pass auf, ich bin zuständig für das Kanalisationssystem, ich bin auch zuständig für die Polizei, ich untersuche jetzt genau, was du da jetzt ausgeschieden hast. Ja? Und wenn da jetzt irgendetwas Gefährliches dabei ist, ja, dann werden wir das dementsprechend entsorgen. Und jetzt kann natürlich passieren, wenn zum Beispiel jetzt die Polizei nicht aufpasst oder sie ist überfordert, ja, das ganze Wassersystem ist jetzt überfordert, ja, dass sich die dann sogar zellmäßig selbstständig machen. Ja. Jetzt hat sich deine Zelle schon selbstständig gemacht, hat mutiert, wir nennen das eine Krebszelle zum Beispiel, und jetzt machen die zum Beispiel jetzt eigene Zellen, ja, dann wandern die jetzt zum Beispiel jetzt, diese eigenen Zellen wandern jetzt durch das Lymphsystem hinauf in die Lymphknoten, dann sagen wir, dort sind Metastasen, ja. Ja, was ist denn das? Na, eine Zelle, die einfach nicht mehr im Verband des Körpers funktioniert auf ihre Art und Weise, weil sie ihr Genprogramm verändert hat oder ihr Genprogramm verändern musste aufgrund der äußeren Einflüsse. Das kann die Ultraviolettstrahlung sein, das kann kosmische Strahlung sein, das kann 5G-Strahlung sein, das können verschiedenste Gifte sein, die jetzt die Zelle dann mehr oder weniger bewältigen muss. Und wenn man dann vorstellt, ja, wenn jetzt dieser Müll sich da draußen ansammelt, da sind Aminosäurenketten dabei, ja, die dann auf einmal, werden die dann da draußen getrennt, ja, dann entstehen zum Beispiel Skatole, dann Indole, dann Katavarine, das sind Leichengifte. Das riecht man dann alles. Ja? Und Leute, die zum Beispiel ihr Kanalisationssystem nicht mit Wasser dementsprechend durchgespült haben, du gehst dann dort noch vorbei, besonders alte Leute, ja? Pflegeheim zum Beispiel, Altersheim, wenn du da reingehst, ja? Oder wenn jemand zum Beispiel gestorben ist, dann muss man alles weggeben von der Wohnung, ja? Weil diese Geruchsstoffe, diese Endprodukte dieser Ausscheidungen der Zellen sich in der Kleidung festgelegt hat, sogar in den Wänden und überall hat sich das festgelegt. Und wenn man das einmal ein bisschen überlegen würde, dass wir uns mehr mit den Ausscheidungen der Zelle beschäftigen und das einmal begreifen, dass die Zelle sich ununterbrochen erneuert während ihres lebendigen Zustandes. Ja, es gibt manche Zellen zum Beispiel, die haben eine Lebensdauer von 120 Tagen, wie zum Beispiel die roten Blutkörperchen. Es gibt aber Zellen zum Beispiel, in der Nasenschleim hat die leben nur 20 Minuten. Und jetzt musst du dir vorstellen, in 20 Minuten ist die Zelle K.O. Und jetzt kommt irgendeiner wieder so ein Nasenbohrertest daher und macht einen Abstrich. Ja, ja, von was macht er denn den Abstrich eigentlich? Ja, von diesen toten, ausgeschiedenen Produkten von einer Zelle wie RNA und DNA, das überlegt die meisten Menschen ja gar nicht, ja, weil sie nicht wissen, dass in einer Stunde dreimal die Nasenschleimhaut komplett erneuert wird, die Magenschleimhaut in 2-3 Tagen komplett neu, die Darmschleimhaut in 6-7 Tagen komplett neu. Aber die Ausscheidungsprodukte, die werden dann eventuell leider dann als Krankheitserreger bezeichnet, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist.
Also ganz konkret als Viren. Also Viren sind vielleicht gar nicht genau das, was eben behauptet wird. Also die Viren sind jetzt nicht die Aggressoren, die uns bedrohen, sondern im Prinzip sind das die Ausscheidungen der Zellen. Ja, Bakterien zum Beispiel. Ja. Wenn zum Beispiel jetzt ja Bakterien Ausscheidungen hat, auf einmal kommt einer daher und sagt, das ist eine Bakteriophage. Oder Pflanzenzellen scheiden genauso aus. Ja? Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn diese Ausscheidungen nicht weiter hinaus transportiert werden über Wassersysteme. Ja? Pflanzen können ganz leicht einmal einen Wassermangel haben. Ja? Warum denn nicht? Und auf einmal sammelt sich das da alles an. Das ist bei uns genau das Gleiche. Und das ist das, was man in die Überlegungen einbeziehen müsste. Und wenn man so den Nobelpreisträger anschaut, zum Beispiel den John Enders 1954, ja, der hat selber dann gesagt, ja Leute, diese Viren, der Vater der modernen Impfung zum Beispiel, was die Viren betrifft, ja, ich habe das alles nur im Labor gemacht, aber nicht in vivo, nicht im lebendigen Zustand, nur in vitro. Und das heißt im Labor. Und auf das hat sich dann alles aufgehängt. Ja. Und jetzt auf einmal stehen wir vor dieser blöden Tatsache, ja, dass einfach global gesehen da jetzt ein Krankheitserreger hochgejubelt wird, der in Wirklichkeit nichts anderes ist als ganz normale Ausscheidungen aus diesem Zellverband. Ja. Und da wir eben den Zellen immer mehr Müll zuführen in Form von Chemie, Pestizide, Insektizide, alles was so die chemische Industrie die letzten 200 Jahre produziert hat, ja, die Zelle kann nichts damit anfangen. Die verliert immer mehr an Funktionstüchtigkeit und das ist das Hauptproblem. Ja? Und jetzt haben wir die große Chance, das wieder ins Bewusstsein zu bringen. Was macht denn die Zelle eigentlich? Wie lebt sie denn? Und das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit ja schon vortrage in der Akademie, in meinen Vorträgen und so weiter. Wie funktioniert die einzelne Zelle? Was braucht sie und was gibt sie ab? Und dann draußen der Bürgermeister, der dann eben zuständig ist, man nennt das Immunsystem, ja, der muss dann schauen, dass er den ganzen Müll nicht nur abtransportiert, sondern ihn genau investigiert. Und was das für ein Müll ist. Und das ist das, was dieser fantastische, intelligente Körperverband, Körperzellenverband tatsächlich täglich macht. Das deckt sich ja auch mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Viren in einem gesunden Milieu gar nicht leben können. Das heißt, in einem gesunden Milieu, das basisch ist, werden die Giftstoffe ausreichend abgeführt. Und deswegen können sich auch keine Viren sozusagen hier halten. Das ist sehr gut. Kann man das so sagen? Ja, Gerhard, man darf sowieso sowas auch nicht sagen. Aber ein Virus ist kein lebendiges organisches System. Das sind einfach nur RNA oder DNA und Aminosäurenreste. Ja? Also sie haben ja keine eigenen Ribosomen, wo sie Aminosäurenketten herstellen können. Das dichtet man ihnen dann an. Sie haben auch keine Mitochondrien, wo sie ATP, sprich Elektronenspeicher herstellen kann. Das dichtet man ihnen auch dann an. Das heißt, da ist unglaublich viel Dichtung drin. Dichtung, ja. Dichtung, wo man dann sagt, aha, so könnte es sein. Das ist nichts anderes als eine Hypothese, eine Theorie. Hat mit der echten Lebendigkeit nichts zu tun. Warum da wissen so wenig Leute in Wirklichkeit? Ja? Warum sagt man denn immer Vorerkrankungen, Vorerkrankungen? Was ist eine Vorerkrankung? Ein Müllhaufen. Das heißt, der Müllhaufen muss nicht abtransportiert werden. Zum Beispiel Neapel. Ja? Neapel hat zum Beispiel, da haben die Müllabfuhr gestreikt. New York, genau das Gleiche. Was ist passiert? Der Müll hat sich angesammelt in den Straßen, die Straßen waren verstopft. Und dann kamen die Krankheitserreger, die Parasiten, die Ratten, die Mäuse. Und die waren dann da. Und die haben dann, wie im Mittelalter dann zum Beispiel, diese furchtbaren Erkrankungen herumgebracht, weil der Müll immer mehr geworden ist. Schauen wir sich da solche mittelalterlichen Filme an. Oder ich war in London drüben, in Dungeon oder wie das heißt, oder ja, wo es da so stinkt drin, nach Urin und so weiter, Leute. Wir haben es geschafft, in der heutigen Zivilisation unsere Städte sauber zu machen. Ja, wir haben keine Latrinen mehr, aber unsere Körper innen, da drinnen, das sind wahre Latrinen. Und das nennt man dann Zivilisationskrankheit. Leute, bitte einfach nachdenken. Wunderbarer Ansatz. Wir sagen, wie es ist. Tell it like it is, singt auch Don Jones. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Die Greatest Show heute gehört Helmut Matzner, Zellbiologe, Physiologe. Meine Damen und Herren, heute geht es um die
Ursachen der meisten Zivilisationserkrankungen. Wir kommen diesen Ursachen auf die Spur. Ich glaube, die meisten sind wahrscheinlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungen, Parkinson, Krebs, hast du schon kurz angesprochen. Alzheimer ist auch etwas weit verbreitetes. Und wir haben gehört, wichtig ist, dass wir nicht sozusagen die Ausscheidungen der Zellen bekämpfen, sondern uns im Körper helfen, sie auszuleiten. Ja. Kann man sagen, wir wissen ja schon, die meisten wissen, dass ja das Lymphsystem diese Instanz ist, die uns hilft, eben die Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten. Ist das Lymphsystem gleichzusetzen mit dem Immunsystem? Ja, ja. Das ist ja klar. Schau, wir haben 100 Billionen einzelne Zellen, die sich gegenseitig dann verbinden, also eine Zelle mit der anderen verbindet. Ja. Und wenn sich jetzt B-Lymphozyten, einzelne Zellen, verbinden, dann bilden sie zum Beispiel so B-Lymphozytenverbände, die können dann auch so Rohre bilden, ja, also richtige Rohrsysteme, was wir eben dann als Lymphsystem bezeichnen. Das Lymphsystem besteht aus einzelnen Zellen. Ja. Und diese, dann der Herr Bayer hat das zum Beispiel dann die Bayer-Plaques oder die Bayer-Platten genannt. Und dann gibt es eben dann so richtige Schläuche, es sind einzelne Zellen, so wie auch Arterien und Venen. Einzelne Zellen sind. Es gibt nur einzelne Zellen, die miteinander dann verbunden sind. Und das muss man sich einmal vorstellen. Ja? Und jetzt ist jede einzelne Zelle ist ein eigener lebendiger Organismus mit vollem Programm, mit allem drum und dran, hat die 3,27 Milliarden Basenpaare drin, die bei der Zeugung zusammengekommen sind und da hat sich nichts geändert. Also ist das Lymphsystem nichts anderes als das Immunsystem. Wenn ich jetzt eben die Verbindungen hernehme, und da gibt es natürlich freie B-Lymphozyten auch noch, die sind nicht verbunden, die dann patrouillieren, so wie ein Polizist, der halt allein auf der Straße spazieren geht und schaut, ob alles in Ordnung ist. Ja? Oder dann gestern war ich in der Innenstadt da in Wien, ja, am Quadelsplatz und so weiter, und da gibt es eben dann so einzelne Durchgeher mit so einem Wagerl und die den Mist da in den Wagerl hineingeben. Ja, das machen Einzelne. Ja. Aber dann gibt es wieder so richtige Sammelstellen, ja, das nennt man halt dann Lymphknoten, wo dann diese ganzen Schmutzgeschichten dann, das sind keine Gifte, das sind Abfallprodukte der Zelle. Darum bin ich auch nicht bereit, das Wort Entgiftung in den Mund zu nehmen, weil es kein Gift ist. Es sind einfach Sachen, die einfach abtransportiert werden müssen, sondern in Wirklichkeit sind es Atome, Moleküle und das war's, weil das ganze Universum ja ohnehin nur aus Atomen besteht, ja, und man spricht Protonen, Neutronen, Elektronen und das war's. Und das ist ja nicht giftig. Giftig ist nur dann, wenn es am falschen Platz sich akkumulieren, zum Beispiel Parkinson, ja, da haben wir die Alpha-Synukleine, das sind Aminosäuren, so richtige Pakete, die nicht abtransportiert werden. Alzheimer, ja, da haben wir die Beta-Amyloide, so heißt es halt dann, diese Müllhalden, die dann nicht abtransportiert werden können, aus der Zelle heraus, weil dieser Zellprozess einfach nicht mehr funktioniert, aufgrund von Wassermangel, ja, so wie es im 9-Punkte-Programm ja definiert ist. Wenn jemand zu wenig Wasser hat, ja, zu wenig Salz hat, Natriumchlorid, zu wenig Mineralien, wenn er zu wenig halt Stoffe hat, wo er das Immunsystem trainiert. Ich habe jetzt gerade einen ganz großen Vortrag gemacht über Fomes Fomentarius, ja, über den sogenannten Zunderschwamm, da wo die Membran herausgeholt wird. Dann haben wir im Darm und da in den Mandeln eigene Zellen, die M-Zellen, Microfold Cells, die dann ganz bewusst solche fremden Aminosäurenketten, fremde Bakterien hineinziehen in das System unterhalb der Darmschleimhaut. Diese M-Zellen haben eine riesige Funktion, ja, damit eben hier der B-Lymphozyt und der T-Lymphozyt, die investigieren können, genau anschauen können, welche Feinde gibt es denn da draußen. Ja, das ist faktisch so wie ein Geheimdienst, ja, oder so wie heute halt CIA oder FBI oder so kann man es halt bezeichnen, ja, so in dieser Art und Weise, oder der Staatssicherheitsdienst, ja, so kann man das alles bezeichnen, damit ich schon weiß, welche Migranten sind unterwegs, welche Bakterien sind unterwegs und so weiter, welche Aminosäurenketten
sind unterwegs, die eventuell unser System gefährden können. Und das ist das, was man unter Funktionalität versteht. Nicht gesund, es ist völlig, oder gesund essen. Wenn einer sagt, ja, was ist gesund essen? Ja, dann muss er aber genau sagen, was die Zelle tatsächlich braucht, ja, und was sie auch dann ausscheidet. Und darum ist es die Frage so hochspannend, wenn du sagst, ja, das Lymphsystem, ja, das ist natürlich das Immunsystem, das ist eine Strukturverband von einzelnen Zellen, von B-Lymphozyten in dem Fall, die dann eben hier ihre Aufgabe erfüllen, indem sie den Zellen diesen 10-prozentigen Rest, der da rauskommt, ja, aufnehmen, investigieren, genau schauen und dann im Bedarfsfall natürlich zerlegen. Nur wenn dann dort ein Stau ist, dann wird der Stau als Gicht bezeichnet, als Rheuma oder zum Beispiel als Riesenzellarteritis oder zum Beispiel jetzt als Otosklerose, wenn sie im Ohrwaschel ist oder ist diese 85.000 Krankheitsnamen, die man doch entwickelt hat während dieser Zeit der sogenannten Pharma- und Medizinindustrie, wo sie sich entwickelt hat, sind in Wirklichkeit nichts anderes als Anhäufungen von solchen Abfallprodukten aus der Zelle. Okay, also wir haben heute gelernt, das Problem ist der Stau oder der Müllstau und dass auch dann das Regulierungssystem nicht mehr gut arbeiten kann. Jetzt meine abschließende Frage, wie können wir nun die Funktionstüchtigkeit erhöhen? Ja, ganz einfach, ja, dass du, wenn der bei Beispiel jetzt der Bürgermeister nicht will, dann musst du ihn absetzen. Ja. Das nennt man dann tot. Ja. Das heißt, da wird der Geist einfach aus dem Körper hinausgeschmissen und das war's. Ja. Ist ja uns schon passiert. Also wir haben das ja schon erlebt. Ja. Aber wir haben die Zellen wieder herrichten können. Wir haben es hergekriegt. Schau, 70-80% unseres Körperzellen bestehen aus Wasser. Darum ist das Erste und Wichtigste, was ich in der Früh tue, ich trinke mal 1 Liter Wasser oder 2 sogar, bevor ich irgendwas tue, damit eben diese wunderschöne Müllabfuhr und die Lymphozyten, alles funktioniert. Das Nächste ist, ich nehme dann eben genau die Stoffe zu, Aminosäuren, ja, das ist die Grundbasis. Ja. Ich mache die 10-Tage-Transformation zum Beispiel, ja, jetzt schon 16. Mal hinter mir, ja, und ich esse genau nur die Dinge, die die Zelle wirklich braucht. Und fantastisch, ich muss da sagen, ja, das Essen ist einfach super. Wir essen so luxuriös, ja, und trotzdem ganz einfach. Meine liebe Tochter, die Michaela, ist eine fantastische Köchin, die kann das. Die kocht zellphysiologisch exakt. Gell? Also das muss man immer wieder sagen. Und wie mache ich das? Ja, ganz wichtig ist, Lymphe muss bewegt werden. Darum gehe ich raus auf die Terrasse, habe dort ein Trampolin, ein kleines, und dort springe. Das ist das, was die Lymphe braucht, weil die Lymphe hat kein eigenes Bewegungssystem. Die Arterien, die haben zum Beispiel Muskeln, ja, die können das Blut weiter transportieren mit Hilfe der Muskeln. Die Lymphe kann das nicht. Die Lymphe braucht unbedingt Bewegung. Und darum ist das Wichtigste, wenn du nur aufstehst und ein bisschen Hupfen machst, ja, so ein bisschen Hupfen, herumspringen, so wie die Kinder halt machen, ja. Wenn in dem Moment, wo du das machst, hast du schon einmal viel getan, wenn du vorher schon Wasser getrunken hast. Und dann eben das, was wir eben im 9-Punkte-Programm beschrieben haben, ich habe viele Bücher jetzt rausgegeben, findet man alles auf meiner Homepage. Ja, dort kann man sich das alles anschauen. Ja, wenn man sich eben bewusstseinsmäßig weiterbilden will, dann muss man halt Aminosäurenketten bilden im Gehirn, weil Bewusstsein heißt nichts anderes, wie viele Nervenzellen habe ich da oben, ja, was habe ich in der Birne drin oder nicht. Ja, und wenn du nichts drin hast, weißt du nichts. Ja. Wissen ist immer Gehirnbildung. Ja. Die Webseite helmutmatzner.com, meine Damen und Herren, schauen Sie gleich einmal auf die Webseite rein, Helmut mit TH geschrieben, helmutmatzner.com. Du hast kurz angesprochen das 9-Punkte-Programm, dann eine 10-Tages-Transformation, das sind wunderbare Programme. Du hast auch deine Tochter erwähnt, die spezielle Ernährungs- und Kochtipps hat. Das findet man alles über deine Webseite. Ja, das ist alles da drinnen, ja, man braucht das nur reingeben. Es sind viele Vorträge drin, ganz wichtige Vorträge. Ja. Zum Beispiel jetzt in dieser schweren Zeit oder in dieser Lockdown-Zeit. Psychotherapie. Ich habe Vortrag Nummer 50 und 51 gemacht über wie komme ich aus dieser Situation raus, wie kann ich jetzt meinen Körperzellen helfen. Und zum Abschluss möchte ich nur was ganz was Wichtiges sagen. Wenn jemand zum Beispiel mich fragt, wie geht's dir denn? Ja, ich als unendlicher Geist, wie soll es mir gehen? In Unendlichkeit und Ewigkeit habe ich nichts. Aber die Zelle schickt dir eine Kommunikation zurück. Ich sage immer Echo dazu. Und wenn du zum Beispiel sagen kannst, meiner Zelle geht's gut oder meinen Zellen geht's gut,
dann bekommst du eben das Echo von der Zelle, dass ihr gut geht. Wenn das Echo aber sagt, zum Beispiel die Zelle sagt zu dir, mir geht's nicht gut, dann musst du einfach die Zelle fragen und sagen, sag einmal, was fehlt dir denn? Dann sagt die Zelle zum Beispiel, mir fehlt Vitamin D oder mir fehlt Magnesium oder mir fehlt Kalium. 75-90% aller Menschen hier in diesem Österreich, Deutschland, Schweiz, ja, und so weiter, haben einen Kaliummangel. Und dann funktioniert der Austausch nicht mehr. Das heißt, Nährstoffe rein, Müll hinaus. Nährstoffe rein, Müll hinaus. Wo ist Kalium drin? Gemüse. So einfach. Dort hat es irrsinnig viel. Nur in den Milchprodukten, da ist fast nichts drin. Und ich schaue gar nicht in diesen ganzen Getreideprodukten, die dann als Brot und so weiter verkauft werden. Ja, da ist fast nichts drin. Gar nichts. So, und jetzt hat natürlich die Zelle, weil sie eben einen einzigen Mangel hat, zum Beispiel an Kalium, in ihrer Funktionstüchtigkeit ein riesiges Problem. Und das sagt sie dir. Und diese ganzen Krankheiten, die heute von der Medizin erfunden worden sind, sind nur Namen, sind nichts anderes als die Kommunikation der Zelle. Sagt, lieber Geist, bei mir funktioniert es deswegen nicht, weil du mich nicht hundertprozentig richtig versorgst und ich kann mich dadurch auch nicht richtig entsorgen. Und diese ganzen Müllprobleme, die ihr jetzt da habt, die furchtbar stinken und dann die Gelenke funktioniert, die Gicht und Rheuma habe und Schädelweh und alles Mögliche, ja, sind nichts anderes als die Probleme, die du mir verursacht hast, als Geist, ja, weil du mich nicht richtig versorgt hast und auch ich kann die Entsorgung nicht durchführen, weil du zum Beispiel kein Wasser habe oder das nicht habe oder das und das und das. Und wenn ich eines gelernt habe, zum Beispiel heute nur, ja, dass ich mich täglich mit meinen Körperzellen unterhalte, dann sagen die in der Früh zum Beispiel, oh, herrlich geschlafen. Na, wer hat geschlafen? Du als Geist schlafst ja nicht. Ja. Die Zelle hat sich wieder erholt, hat sich eben von dem Müll befreit, hat sich die richtigen Sachen eingezogen, ja, damit sie eben die Sachen bauen kann richtig, damit die Autophagozytose funktioniert. Das ist der entscheidende Punkt. Und darum horcht es auf die Zellen hin. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, so wie die Politiker eigentlich auf die Bürger hören sollten und nicht auf irgendwelche Milliardäre oder so ein Kass, ja. Also das sollten die endlich einmal begreifen, um was geht. Wow, also heute haben wir wieder wirklich einiges mitbekommen. Ja, nicht Viren oder Ausscheidungen bekämpfen, sondern die Zellen reinigen. Wir haben auch gehört, dass das Reinigungssystem, die Müllabfuhr im Körper, das Lymphsystem im Prinzip ja auch das Immunsystem ist. Helmut, ich muss sagen, wieder großartig gewesen. Danke für all deinen Input und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Wir werden sicher noch einige Sendungen machen. Wir haben jetzt auch schon einige gemacht, meine Damen und Herren. Sie können die auch nachhören und nachschauen. Wir haben eine neue Webseite, die heißt konferenzdermenschen.com und da können Sie sich mit einem E-Mail einfach anmelden und bekommen dann alle Programm-Highlights auch zum Nachsehen. Also Radio der Neuzeit, so wie wir es machen, ist nicht nur akustisch, sondern auch visuell. Sie können dieses Interview auch über diese Zoom-Aufzeichnung dann sich im Nachhinein sogar anschauen. Helmut, wunderbar. Ich sage tschüss, baba. Und ja, uns sage ich allen, relax, take it easy, so wie auch Mika im musikalischen Programm hier auf Radio Sol. Tschüss. Tschüss.